Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Kleine Fotos, große Fotos. Große Fotos kommen ins Fotoalbum, kleine Fotos ins Minibuch. Heute zeige ich dir diese Fototasche. Im Inneren verbirgt sich ein Mini-Fotobuch mit Platz für fast 50 kleine Fotos. So schaut's aus. Ich habe das gebastelt mit dem Produkt Medley Botanische Prinz. Einmal einen Katalog rausholen. Den Mini-Katalog, der nur noch diesen Monat gültig ist. Das ist im Preis gesenkt, im Ausverkauf. Schau dir das mal an. Du hast richtig viel Material, ganz viel Designerpapiere, Zuschnitte, ausgestanzte Formen, das Stempelset mit Stanzen drin für nicht mal 40 Euro, also das lohnt sich ohne Ende. Und daraus habe ich unter anderem dieses Minibuch gemacht, mit diesem ganz einfachen Bindung hinten, was hier in meine kleine Fototasche passt und vorne so verschlossen wird. Der Gurt oben rum und fertig ist das. Außen gestaltet mit dem Stempelset. Und das möchte ich heute mit einem anderen Designerpapier, von dem wir uns auch gerade verabschieden, basteln. Ich habe hier noch verschiedene andere Fotobücher, alle gestaltet mit dem Set Captured the Good. Und da habe ich mal ein Video gemacht, wie man die verschiedenen Fotoapparate unterschiedlich gestalten kann. Hier habe ich so ein kleines Buch, das hat diese Fadenbindung, die ich letztens mal gezeigt habe, mit diesem maritimen Album, wo ja wirklich richtig viel los ist, aber schon gesagt wurde, natürlich so viele Fotos passen da nicht rein, also passen schon, aber man würde ständig schöne Dinge überkleben. Das ist also mehr so im Scrapbook-Style, wo man viel notieren kann und Erinnerungen mit anderen Sachen füllt. Lege ich beiseite und es geht los mit der Anleitung für die Fototasche und das Mini-Fotobuch. Am besten, du legst dir zuerst alle Materialien zurecht, dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Nach dem Motto Stop and Go, die Play-Taste macht es möglich. Einige Sachen habe ich schon vorbereitet, andere machen wir zusammen. Du benötigst zuerst ein Stück Tonkarton, ich habe hier schwarz genommen, 23,5 x 16 cm. Außerdem Designerpapierzuschnitte, ich habe die schon aufgeklebt. Weißt ja, du musst mir nicht beim Kleben zuschauen, das dauert ja immer ewig. Du brauchst zwei Stück Designerpapier in 10,5 x 7,5, zwei Streifen in 10,5 x 2 cm und zwei Streifen in 7,5 x 2 cm. Du kannst natürlich auch wie hier mit anderem Tonkarton das Außen gestalten, weil selbst mit dem schwarzen könntest du hell embossen oder eben schwarz stempeln auf eine helle Farbe. Da geht alles. Ich habe das so gemacht. Lege ich beiseite. Außerdem brauchst du zwei Blatt Designerpapier in 12x12 Inch. Das ist jeweils 30,5 x 30,5 cm. Die halbierst du dir auf 6x12 Inch oder 15,2 x 30,5 und daraus entstehen die einzelnen Seiten. Pro solch einem Streifen kommen vier Seiten zustande. Außerdem brauchst du für das Minibuch, dieses ist auch Minibuch, zwei Stück Tonkarton in den Maßen 3x4 Inch oder 7,6 x 10,2 cm und ein Stück Designerpapier für die Vorderfront. Das habe ich geschnitten in, ich messe nach, Moment, ich prüfe, ich habe es vergessen, ich glaube in 10,1. Nee, okay, in 9,9 mal 7,2. Ich habe praktisch die Mattung abgezogen, 2 mm ringsrum. Das wird nachher hier draufgeklebt. Dann habe ich ein Stück, was ich von dem Streifen, wo ich die beiden aus einem A4-Blatt rausgeschnitten habe. Das letzte Stück habe ich mir mit einer Prägeform, die so gewelltes Papier macht, gewellt. Dadurch kann ich das wunderbar knicken und das werde ich draußen zum Versäubern meiner Bindung nehmen. Okay, das waren die Zuschnitte und es kann losgehen. Papierschneidemaschine brauchen wir unbedingt. Klebstoff, ich nehme ganz viel, in dem Fall das doppelseitige Abreißklebeband, ein bisschen Deko, aber da kann dann jeder zum Schluss arbeiten, wie er möchte. Der Streifen 6x12 Inch. Alle vier Streifen, die ich dann habe, werden gefeilt. Einmal bei 4 Inch oder 10,2 cm grob, wobei 4 Inch ist klarer. Eine Faltlinie ziehen und dann schneide ich daraus Stücken, die 3 Inch
alt sind, das sind 7,6 in etwa. Die schneide ich alle der Reihe nach ab. Könnte ich natürlich auch hinterher falzen, so ist es aber schneller. Papierschneider geht beiseite erstmal und ich falze sie alle bei diesen auf die 4 Inch, also ist die Seite dann 4 mal 3 Inch oder 10,2 mal 7,6 Zentimeter. Alle gefalzt und jetzt habe ich die Möglichkeiten. Vielleicht hast du auch noch mehr Möglichkeiten. Ich habe zwei gefunden. Ich klebe die Seiten entweder mit doppelseitigem Klebeband. Der Anfang ist halt weg. Hier ist er. So beklebe ich das. Das würde bedeuten, wenn ich die gleich aufeinander klebe, habe ich eine Tasche. Oder ich klebe die Seiten einfach so und dann habe ich nur die komplette Fläche und sie miteinander verbunden. Mach mal zwei so, zwei so. Ich habe natürlich schon was vorbereitet, damit wir nicht die ganze Zeit nur kleben. So, und zwar ist hier schon aus den drei anderen Streifen, sprich 12 Seiten, habe ich hier schon. Hier siehst du das, was ich mit Hochkant und quer meine. Blättern wir mal durch. Hier ist ein queres Fach entstanden, dadurch, dass ich die Klebestreifen so angesetzt habe. Und da setze ich gleich diese Seite hinten zum Schluss nochmal an. Dann habe ich hinten noch ein Fach. Klebeflächen ab, klebe das hier so gerade wie möglich aufeinander. Habe hier ein Fach, kann mein Tag reinstecken. Den habe ich 10,5 mal 5 cm geschnitten und mit der Stanze mit zaubernder Anhänger gestanzt und passt wunderbar rein. Kann ich noch extra was draufkleben. Jetzt kommt die nächste Seite hier vorne und zwar mal schauen. Ich mache erstmal noch so eine senkrechte. Das kannst du beliebig erweitern. Sollte nur im Ganzen nicht dicker als 2 cm sein, weil sonst Reischen abgezogen auch schön. Weil sonst passt es nicht mehr in unsere Fototasche. So gerade wie möglich. Notfalls kann man zum Schluss dann noch mal ein bisschen was nachschneiden, aber schöner wäre, wenn alles gerade aufeinander liegt. So, und das letzte oben auf. Und da überlege ich mir, ob ich das eventuell so rumklebe. Das klebe ich so rum. Also ja, das klebe ich andersrum. Beim letzten schneide ich das hier ab. Schöner. Und klebe das so an. Das gleiche Design für die erste und die letzte Seite haben. Jetzt nehme ich die zwei Stück Tonkarton, die ich hier zugeschnitten hatte, in den 3x4 Inch, 7,6 mal 10,2 cm und klebe die vorn und hinten einmal bildlich auf. Wenn ich gerade geklebt habe, schaut auch fast nichts aus. Und einmal gepfuscht. Passiert, schneide ich dann gleich nach. Rückseite auch. Schauen wir beim Original. Das habe ich so gemacht. Okay. Und jetzt nehme ich mir das doppelseitige Abreißklebeband. Und klebe an die Bindung hier hinten. Zwei Streifen. Die Rückseite auch. Schaue noch mal, wie ich mir das jetzt denke.
Also, dieses ist für mich die Vorderseite. Ich werde das drunter kleben, dass das mit in der Bindung verschwindet. Ja, das bedeutet, ich klebe so noch das Designerpapier auf für die Front. Wäre jetzt auch möglich, ein Band drunter zu legen, dass ich das Ganze zubinden kann. Möchte ich aber nicht. Weiß ja auch noch gar nicht, was da reinkommt. Genau. So, klebe das hier auf. So ist mein Mini-Buch gestaltet und jetzt noch einmal die doppelseitigen Klebestreifen aufbringen. Jetzt messe ich mir das aus, wie weit ich das rüberlappend stehen haben möchte. Das klebe ich sehr locker auf, weil das das Stück ist, was, wenn ich aufmache, hinten praktisch die Bindung zu straff ist. Vorne möchte ich es besonders schön haben. Also fange ich vorne an, setze das hier gerade auf und hinten sehe ich, das kann ich noch ein Stück kürzen. Sitzt, gebogen, da geht noch eine Welle ab. Schauen wir mal, ja, das passt noch. Und ich ziehe das hier einfach locker drüber. Klebestreifen überdecken, wichtig. Das ist mein Mini. Schaue ich, dass sich das faltet, das läuft perfekt. Da passen auch noch Fotos rein. Es dehnt sich also noch, da ist Luft zwischen. Das ist doch so original. Das ist das, was ich jetzt gemacht habe. Werde ich später außen noch gestalten und jetzt geht es schon an die Fototasche. Ich habe das Stück Tonkarton in den Maßen 23,5 mal 16 cm. Meins ist natürlich schon vorbereitet. Ich zeige dir jetzt, wo ich Falzlinien ansetze. Ich merke mir da, muss ja mal so leicht sein, dass ich mir alles möglichst irgendwie einfach merken kann, 2,5 und ziehe erstmal auf allen Seiten bei 2,5 mit der Papierschneidemaschine die Falzlinie. Das mache ich wirklich reihum. Leg das auf der rechten Seite an, weil da sehe ich das besser. Links liegt ja der Haken drauf. Sozusagen einen Haken dran. So, das haben wir. Und eine Seite falze ich außerdem noch bei 5 cm. Und dann fehlt mir noch die andere Linie. Und zwar hier vorne habe ich eine gesetzt bei 8 cm. Und da war gerade mein Denkfehler auf der einen Seite, also bei 8 cm und dann bei 10,5. Ich werde das jetzt nochmal wiederholen, weil da eben ein Denkfehler war. Du ziehst bei drei Seiten, bei 2,5 machst du eine Falzlinie. Hier auf dieser Längsseite, hier drüben genauso bei 2,5. Auf einer der kurzen Seite bei 2,5 und dann bei 5 cm. Und die andere Seite nicht bei 2,5. Eben geschlafen, sondern bei 8 cm und dann bei 10,5. Ich denke, das passt und das wirst du hinbekommen. Ich falze jetzt alle Linien, mache schon meinen Kleber ab hier. Ich schreibe das auch noch mal komplett auf meinen Blog und weise darauf hin, wo das eben geklemmt hat. So, alle Falzlinien habe ich und schneide jetzt hier ein. Und zwar immer die queren bis zur ersten Querlinie, die einzelnen kleinen Felder. Hier in der Mitte, dieser Steg wird schräg geschnitten, und zwar das Mittelstück, nicht die äußeren. Mal die schräg und hier auch.
Außerdem wird das hier oben die Klappe, schneide ich also hier einmal schräg. Falls du einen Eckenabrunder hast, würde ich empfehlen, diese Ecke hier hinten, diese, einmal abzurunden. Mal schauen, ob das geht. Wenn das nicht geht, lassen wir das. Aber ich krieg's gerade nicht hin. Wir lassen das. Wir runden das nicht ab, kommen nur zurück, es sei denn, du hast einen, der anders geht. Ich schneide das jetzt einfach minimal rund. Kannst du aber auch noch später machen. So, soweit zufrieden. Jetzt einmal prüfen. Wichtig ist, dass wir uns innen das nicht versperren, indem wir da eine Klebefläche dann nicht an der richtigen Stelle haben. Das muss ja schön reingleiten, das Buch. Deswegen kleben wir zuallererst die Fläche, die hinten liegt, reichen wir mit Klebstoff ein. Oder nehmen doppelseitiges Abreißklebeband. Ich nehme das jetzt, mache schon mal die ganze Fläche mit Kleber voll. Also die Streifen fertig. Übergehen wirklich um. Ziehe das ab und klebe zuallererst unten die Ecken. Und zwar diese hier klebe ich hier drauf, dass sie dann am Ende dazwischen liegen. Ich schaue, dass ich da einen schönen Winkel hinbekomme. Winkel ich drauf. Jetzt setze ich hier unten nochmal einen Klebestreifen dran. Hier. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob man das mit dem schwarzen Papier sieht. Sonst mache ich nie wieder solche Projekte im Video mit Schwarz. Ich denke immer heute, oh, kann ich doch mal was in Schwarz zeigen? Und dann hinterher bin ich mir nicht sicher, ob es das war. So, und dann decke ich das hier einfach genau ab mit dem letzten Feld. Das klebe ich von hinten nach vorne drüber. Dann gibt es für mich eine saubere Kante. Und ich schaue, dass ich das gerade drauf bekomme. Und schon passt das. Ich habe mein Fotobuch schon testen lassen. Oh, das passt super. Sitzt da perfekt drin. Jetzt brauchen wir nur noch hier oben die Lasche. Und dafür kleben wir diese Klebefläche ein, streichen wir ein oder kleben mit doppelseitigem Abreißklebeband voll. Ich brauche da zwei Stück, einmal hinten, da wo die Kante nachher ist, und einmal vorne, dass da nichts übersteht. Ich ziehe das ab, links und rechts. Und mache das jetzt so, dass ich es schließe, damit das dann auch richtig gut passt. Drücke das vor, drücke das runter und die Ecke passt genau drauf. Die Ecke runter und hier passt genau. Passt super. Verschluss wie so bei so einer Zigarettenschachtel, würde ich sagen. Gibt's ja Zigarettenschachteln. So, das passt perfekt bis hierhin. Bevor es jetzt weitergeht, ziehe ich das einmal raus, nehme meine Lochzange und stanze mir links und rechts ein Loch rein. Guck mal, wie weit ich runterkomme, so dass ich den Rand nicht kaputt mache. Einmal und auf der anderen Seite genauso. Kann man natürlich anzeichnen, dass ich aber gleich reinlege, gleichmäßig, dann müsste das eine passen. Zweimal, das haben wir. Habe hier noch irgendwo solche Klemmen gefunden, solche Klammern, die nehme ich zwei Stück, packe ich dazu. Einen Streifen hatte ich mir schon zurechtgeschnitten, der ist 2 cm lang und den kürze ich jetzt auf die Länge, die ich brauche. Ich ziehe ihn einmal übers Falzbein und entweder nehme ich eine von den Stanzen, zum Beispiel hier dieser wieder bezaubernde Anhänger, oder nochmal meine Lochstanze und Stanze hier ich einfach. Ein Loch rein. Bei dem anderen habe ich hier das ein bisschen gestaltet. Das hier lasse ich mal gerade. Mittig ist noch so eine Sache, stelle ich gerade erst. So, das passt. Und dann wird das hier einfach angebracht.
Da mal rein. Beinchen auseinander. Eine Seite und die andere Seite. Genauso. Klammer rein. Auseinander biegen. Fertig. Passt. So ist die Tasche verschlossen. Super. Gleich wieder das Fotobuch rein. Muss nachher nicht suchen. Regel rum. Und jetzt wird vorne auf, habe ich hier so ein Fotoapparat geklebt. Die habe ich gestempelt mit diesem Stempelset praktisch. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht und ganz verschiedene Modelle gezeigt. Deswegen nehme ich jetzt einfach eins davon und klebe das dort drauf. Habe mir überlegt, wenn ich das mit Abstand klebe, dann ist das nochmal so ein netter Verschluss hier oben, wo das einfach wie so ein Riegel hält. Und so mache ich das auch. Nehme ein Stück Abreißklebeband. Quatsch. Die Abstandshalter. Und setze das jetzt auf Abstand drauf. Klebe aber nur bis hierhin, weil da oben möchte ich ja dann die Lasche einstellen. Abgezogen, setze das genau hier drunter, mittig. Passt, ich klebe an, ich drücke das nochmal fest an. Klappe wieder die Lasche rum. Stelle das da ein. Fertig ist meine Fototasche. Nummer 1 und Nummer 2. Fertig mein Projekt für heute. Alle verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen, solange sie noch lieferbar sind. Gerne beantworte ich dir alle deine Fragen dazu. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine meiner weiteren Videoanleitungen. Alle Maße findest du auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.